Das folgende Studiogespräch zur Landtagswahl führten wir mit Landtagsabgeordneten Lukas Mandl. Im Studio begrüßen wir heute Landtagsabgeordneten Lukas Mandl, Spitzenkandidat der ÖVP im Bezirk Wien-Umgebung. Was sind die Wahlziele der ÖVP und Ihres im Bezirk? Ja, wir als ÖVP im Bezirk Wien-Umgebung haben ein ganz klares Wahlziel, nämlich wieder mit 2 Mandaten im neuen Landtag vertreten zu sein. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir sind der am stärksten wachsende Bezirk Niederösterreichs und ein so großer Bezirk, der braucht auch eine entsprechende Anzahl an Vertretern im Landtag. Deshalb unser Ziel, wieder 2 Mandate zu haben. Wir haben bei der vergangenen Wahl erstmals 2 Mandate erreicht und möchten das diesmal halten und bitten dafür um Vertrauen. Für die ÖVP spielen ja die Vorzugsstimmen eine sehr große Rolle. Was hat es denn damit genau auf sich? Ja, nur bei der Volkspartei gibt es ein Vorzugsstimmenmodell. Und es ist für alle Wählerinnen und Wähler ganz wichtig, das zu wissen. Bei uns spielen nicht Listenplätze, die in Parteigremien hinter verschlossenen Türen beschlossen werden, eine Rolle. Das ist das alte System. Wir haben das neue System, das nur die Vorzugsstimmen entscheiden. Deshalb ist jede Wählerin und jeder Wähler auch aufgefordert, bei der Stimmabgabe die Vorzugsstimme nicht zu vergessen. Also als Wählerin und Wähler mitmachen und mitentscheiden kann man dann am besten, wenn man auch mit Vorzugsstimme wählt. Und dazu kann ich nur auffordern. Herr Abgeordneter, Sie haben eine junge Familie, 3 kleine Kinder. Wie erleben denn die Ihren Wahlkampf? Ja, zunächst bin ich sehr glücklich, dass meine Frau und ich wirklich ein Team sind. Sowieso immer in der Arbeit und jetzt in der Phase der Wahlwerbung ganz besonders. Wir unterhalten uns täglich in der Früh und am Abend darüber, was wieder alles geschehen ist, was noch zu tun ist und ja, welche Aussichten für den 3. März da sind. Und meine Kinder sind 8, 6 und 3 Jahre alt. Die 8-Jährige, die lebt schon sehr intensiv mit, die spielt auch gerne mit Zahlen, die rechnet gerne und versucht alles Mögliche auszurechnen, was mit dieser Wahl zu tun hat. Ich befeuere das gar nicht extra, aber es macht ihr Spaß und sie will das gerne machen. Und die kleineren Kinder, oder besser gesagt alle 3, die sehen immer wieder Plakate, wo ihr Vater drauf ist und ja, sind entsprechend amüsiert darüber und sprechen darüber, dass ich immer wieder auf Plakaten zu sehen bin, was ja außerhalb dieser Phase der Wahlwerbung sonst auch nicht der Fall ist.